Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Wir können ihn zur Piazza schaffen. Das Feuer wird erst in einer Stunde entzündet. Hinter dir! Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Bene, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Ugh.
zurückhaltende Typ, wie? Na, das ist aber wirklich mal. Mein Gott, ist der übergeschnappt? Kommt, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti! Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. So. Genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Ein Heerführer?
Er stolziert auf jeden Fall. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um! Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Jetzt! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Hey, die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. State attenti! Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Ein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, ach, egal. Ich will es gar nicht wissen. Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. Was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach? Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit in Zeiten der Not ist. Mailand hat mir nichts voraus. Ich habe die angesagteste Mode von allen. Ich gehe ja schon aus dem Weg, ja? Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Oh, beeindruckend, wenn auch gewagt. Guten Morgen, Vater.